Ich habe bei Google Web Hosting Provider Schweiz gesucht. Web Hosting Provider sind Firmen, die Serverplatz verkaufen. Du kaufst das im Abonnement und kannst dann Daten auf einen Server laden, zum Beispiel eben ein Content Management System installieren. Und das ist dann unter einem Domainnamen, den du ebenfalls beim Provider einkaufst, im Web verfügbar. Und wenn wir es hier so angucken, es gibt hier viel Werbung, aber auch das sind so die schon so große Namen, die teilweise bekannt sind: Hostech, Swisscom, Sion, IONOS, Hostpoint, Hoststar und so weiter. Eine ganze Reihe von Anbietern, und wie soll das ausgewählt werden? Jetzt habe ich schon eine Vorauswahl getroffen, drei Anbieter, mit denen ich geschäftlich schon Kontakt hatte und deren Angebot ich gut finde und vor allem auch den Support. Das sind Metanet, Sion und Hostpoint. Und das sind alles Anbieter, von denen ich weiß, dass die Daten in der Schweiz gespeichert werden, in Schweizer Rechenzentren. Aber auch hier ist es immer noch nicht einfach durchzublicken, was jetzt eigentlich genau im Leistungsumfang enthalten ist. Das ist sehr technisch, es ist komplex und meist nicht ganz klar von Anfang an, was wir hier eigentlich kriegen. Und darum möchte ich das kurz angucken. Bei Metanet klicke ich auf Web Hosting und dort sehe ich auf Anhieb 100 GB und 6,70 Franken. Das sollen hier die schlagenden Argumente sein. MetaHost ist der Name des Produkts. Und ich kann unbegrenzt Domains betreiben, also mehrere Websites mit einem Webspace. Ich kann unbegrenzt E-Mail-Adressen einrichten, das ist je nachdem nützlich oder nötig, wenn ich zum Beispiel eine Website für einen Betrieb mit vielen Angestellten einrichten möchte. Und ich kann unbegrenzt Datenbanken einrichten, das ist wahrscheinlich nicht nötig. In unserem Fall werden wir überhaupt keine brauchen, aber viele CMS können nur betrieben werden, wenn es dafür eine Datenbank gibt. Und mehr als eine sollte mindestens im Leistungsumfang enthalten sein. 6,70 Franken, das ist der Preis pro Monat, wenn du das Paket für 2 Jahre einkaufst, also Vorsicht. Muss multipliziert werden. Und dann gibt es hier noch weitere Dinge, die wichtig sind, zum Beispiel Free SSL, das heißt eine Verschlüsselung des Datenverkehrs zwischen der Website und den Usern. Wenn es das nicht gibt, kein SSL, dann zeigen die Browser eine Warnung und sagen: Achtung, diese Website ist nicht vertrauenswürdig. Also das ist grundlegend, aber das ist bei all diesen Angeboten hier enthalten. Prompter professioneller Support, das habe ich. Diese Erfahrung habe ich mit all diesen Angeboten gemacht. Dann gibt es hier noch einen Screenshot von der Software bzw. vom CMS, das verwendet wird, um den Webspace hier zu konfigurieren. Das ist überall anders und überall mühsam. Da gibt es nicht wirklich Unterschiede zwischen den Anbietern aus meiner Sicht. Und dann gibt es hier technische Dinge wie welche Programmiersprachen werden unterstützt, welche Versionen von PHP zum Beispiel. Das ist die Programmiersprache, die wir verwenden werden im Zusammenhang mit dem CMS Kirby. Und dann ist hier wichtig SSH-Zugang, das heißt, ich kann mich mit meinem Terminal verbinden, mit dem Server, und dann direkt auf dem Server mit dem Terminal arbeiten. Das ist fundamental wichtig. Okay, also das ist ungefähr so das, was wir bei Metanet kriegen. Bei Sion habe ich so Fotos, die nichts sagend sind. Auch hier klicke ich auf Hosting bzw. Webhosting und dort gibt es Kirschen für 10 Franken im Monat, 25 GB Platz, 1 GB RAM. RAM habe ich jetzt vorhin nicht gesehen bei Metanet, jetzt weiß ich schon nicht, ist es dort weniger oder mehr. Wie viele Datenbanken gibt es? 10. Und auch Domains sind hier auf 10 beschränkt, aber auch das ist mehr als genug wahrscheinlich.
Und wenn ich hier auf alle Funktionen entdecken klicke, dann sehe ich hier einen tabellarischen Vergleich. Und um das vorwegzunehmen, der Leistungsumfang ist hier etwa der gleiche. Also es gibt auch hier eine Verschlüsselung. Ich kann mich auch hier mit dem Server verbinden, mit dem Terminal. Und zu guter Letzt noch Hostpoint. Auch da gibt es drei verschiedene Pakete, die angeboten werden. Das günstigste für 12,90 Franken. Und auch hier sehe ich unlimitierte E-Mail-Postfächer a 5 GB, also 5 GB pro Postfach, das ist recht viel. Jetzt weiß ich nicht, wie ist das bei Metanet, da müsste ich vielleicht nachfragen oder schauen, wie viel Gigabyte hat da jedes Postfach. Das könnte unter Umständen ein Kriterium sein, warum ich das eine oder das andere wähle. Und auch hier gibt es SSL-Verschlüsselung auf Knopfdruck und Verbindung per SSH. Also auch das ist ein valides Angebot. Ich werde Metanet auswählen, weil ich bereits ein Abonnement habe dort und weil ich nicht jetzt noch einmal etwas Neues einkaufen will bei einem anderen Provider, weil es sind dann doch irgendwie zwischen 100 und 200 Franken. Das Einzige, was ich einkaufen werde, ist eine Domain. Und ich schaue mal hier jetzt, was kommt, wenn ich auf Bestellen gehe. Dann heißt es hier Produkt MetaHost und dann wird gefragt, welchen Domainnamen möchte ich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ZHDK auswähle und auf Weiter klicke, dann heißt es, Achtung, Fehler. Ich muss wahrscheinlich noch die Endung eingeben, .ch. Und es gibt jetzt hier keine Warnung. Eigentlich erwarte ich, dass ich gewarnt werde, Vorsicht, dieser Domainname ist besetzt. Die Maschine hat aber herausgefunden, dass es besetzt wird. Es wird nur nicht angezeigt. Es wird gefragt, möchte ich die Domain transferieren zu Metanet oder möchte ich sie weiterhin selbstständig verwalten, ohne dass das etwas mit Metanet zu tun hat. Und das ist jetzt hier undurchsichtig, aber ein Hinweis darauf, dass die Domain besetzt ist. Es gibt bei Metanet, das ist vielleicht noch wichtig zu zeigen, es gibt hier auf der Startseite die Möglichkeit, diesen Schritt über dieses Formularfeld zu machen. Und wenn ich hier zhdk.ch suche und prüfe, dann kriege ich hier ein anderes Resultat. Dann steht hier, Achtung, es ist besetzt. Möchtest du es transferieren? Also ein Transfer würde voraussetzen, dass ich die Domain bereits besitze und das tue ich in diesem Fall nicht. Also ich möchte eine Domain namens tofu.ch, weil ich so gerne Tofu mag. Und dann prüfe ich, ob die besetzt ist und da steht jetzt, es ist frei. Möchtest du das bestellen? Möchte ich, und wenn ich das anklicke, dann komme ich in ein anderes Verkaufsformular, nämlich ich beginne bei der Domain und dann muss ich zu einem späteren Zeitpunkt sagen, dass ich noch den Webspace dazu möchte. Und auch hier, das breche ich jetzt ab und ich gehe nochmal zurück zu Webhosting und habe wieder dieses Angebot MetaHost und sage jetzt bestellen. Schreibe nochmal Tofu Tofu. Und gehe auf Weiter. Wieder falsch gemacht, Endung vergessen. Und jetzt ist es klar, Domainname Tofu Tofu. Und jetzt sehe ich hier, steht nicht mehr Transfer, sondern es steht Neuregistrierung. Also wir sehen, dass je nachdem, was ich für einen Domainnamen eingebe, diese Verkaufswebsite hier begreift, dass ich das neu registrieren muss oder dass es bereits besteht. Also das ist ein wichtiger Punkt, den du berücksichtigen musst und du musst vielleicht aufpassen, dass du nicht versehentlich eine Domain registrierst, die schon besetzt ist. Weil du kaufst es dann ein und merkst dann erst später, dass das Ding ja gar nicht frei ist. Und dann musst du das irgendwie nachträglich ändern. Also Neuregistrierung via Metanet, das heißt, ich kaufe Webspace ein und die Domain wird auch gleich registriert und ist im Paket enthalten. Wenn ich hier schaue,
Der Serverplatz kostet 6,70 Franken im Monat. Die Domain kostet 10,75 Franken im Monat. Einrichtung ist gratis, toll. Und zahlen muss ich 2 Jahre aufs Mal. Dann kostet das hier fast 200 Franken. Also wie gesagt, ich halte es für sehr gut möglich, dass es günstigere Angebote gibt als das hier. Und ich möchte dir überhaupt nicht dieses Angebot aufschwatzen. Aber das sind so ungefähr die Schritte, die du bei einem Provider zurücklegen musst. Und natürlich musst du dann irgendwo noch bezahlen. Und ich werde jetzt diese Domain registrieren mit meinem Kundenkonto, das ich bereits besitze. Und dieses Video anhalten und dann sehen wir uns auf der anderen Seite.